Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu Wie man Bullshit erkennt, Teil 1, die Werkzeuge kritischen Denkens. Bullshit wie Pseudowissenschaften, Verschwörungstheorien, Fake News verbreiten sich heute dank Internet schneller als je zuvor. Dabei ist das Problem an sich ja nichts Neues. Bullshit ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Deswegen will ich heute auf einen Klassiker zurückgreifen. The Demon Haunted World von Carl Sagan. Und mit Carls Hilfe, Freunde der Sonne, werden wir heute lernen, uns weniger verarschen zu lassen. Science as a Candle in the Dark ist der Untertitel. Wissenschaft als Kerze in der Dunkelheit. Wir schauen uns heute das berühmte Kapitel Nummer 12 an. The Fine Art of Detecting Baloney. Frei übersetzt die hohe Kunst, Bullshit zu erkennen. Vorher vielleicht ein, zwei Sätze zu Carl Sagan. Carl Sagan war ein amerikanischer Astronom und vieles mehr. Also er war vielleicht einer der berühmtesten Wissenschaftler der 80er, 90er. Er hat viele Bücher geschrieben, er war im Fernsehen zu sehen. Er war ein großer und leidenschaftlicher Wissenschaftskommunikator. Und ihm ging es nicht nur darum, das Wissen zu vermitteln, sondern die Basis dazu, nämlich das wissenschaftliche Denken. Ein guter Mann. Und das Wichtige und Schöne ist, ihr müsst keine Wissenschaftler sein, um wissenschaftlich zu denken. Wissenschaftliches Denken ist kritisches Denken. Und das kann man sich aneignen, unabhängig von der Ausbildung. Ich meine, klar, natürlich lerne ich als Wissenschaftlerin im Laufe meiner Ausbildung kritisch zu denken, um wissenschaftlich zu arbeiten. Aber auch uns Wissenschaftlern fällt es schwer, kritisches Denken in unserem Alltag anzuwenden, weil, das ist ganz wichtig, unser kritisches Denken wird immer von unseren persönlichen Meinungen und Erwartungen getrübt. Wer behauptet, unvoreingenommen zu sein, der denkt bereits sehr unkritisch. Damit wir uns leichter selbst überprüfen können, hat Carl Sagan in seinem Kapitel The Fine Art of Baloney Detection eine Liste an Tools zusammengestellt, so nennt er das, die uns helfen sollen, kritisch zu denken. In Anlehnung an diese Liste habe ich jetzt für euch 5 Regeln zusammengefasst für kritisches Denken. Bevor ich euch die 5 Regeln verrate, möchte ich eine Grundregel setzen, eine Basisregel, sagen wir Regel Nummer 0, die Grundvoraussetzung für jede Argumentation. Unterscheidet deutlich zwischen Fakten, Hypothesen und persönlichen Meinungen. Was persönliche Meinungen sind, sollte hoffentlich klar sein. Hypothesen sind Annahmen, die aber logisch oder faktisch begründet sind. Die Annahme, Einhörner existieren, ist keine Hypothese, sondern allenfalls Fantasie, denn dafür gibt es keinerlei logische oder faktische Anhaltspunkte. Die Hypothese, Fruchtzucker ist ungesund, ist eine Hypothese, denn dafür gibt es wissenschaftliche Hinweise. So, Hypothesen. Was sind jetzt Fakten? Fakten müssen wissenschaftlich und unabhängig bestätigt sein. So, und jetzt denkt einfach mal drüber nach, was euch momentan so beschäftigt oder über was ihr in letzter Zeit diskutiert habt. Dann werdet ihr sicherlich feststellen, sei es, ob Aktivkohle in Smoothies eine gute Idee ist oder welche Auswirkung Einwanderung auf die deutsche Gesellschaft hat. Meistens diskutieren wir nicht über Fakten. Fakten müssen wissenschaftlich und unabhängig bestätigt sein, sondern nur über Hypothesen. Und wenn wir über Hypothesen reden, ist kritisches Denken besonders wichtig. Und jetzt kommen wir zu unseren 5 Regeln. Nummer 1. Eine Hypothese muss prinzipiell widerlegbar sein. Okay, passt auf. Man würde jetzt denken, wissenschaftliches Arbeiten funktioniert so. Man stellt eine Hypothese auf und dann versucht man, diese Hypothese wissenschaftlich zu belegen. Logisch, oder? Nein. Also, logisch ist das schon, nur kritisch ist es noch nicht. Anstatt die Hypothese nur zu belegen, muss man auch versuchen, die Hypothese zu widerlegen. Für die Hypothese, der Weihnachtsmann existiert, gibt es viele Belege, wie zum Beispiel die Geschenke unterm Weihnachtsbaum oder die vielen Bilder und Geschichten. Solange wir nur Belege suchen, geht die Hypothese auf. Erst wenn wir versuchen, die Hypothese zu widerlegen, indem man den Weihnachtsbaum heimlich beobachtet die ganze Nacht, um zu sehen, wer da wirklich die Geschenke drunter legt, erst dann haben wir die Hypothese wissenschaftlich geprüft. Das bedeutet, eine haltbare Hypothese muss nicht nur belegbar sein, sondern sie muss auch Widerlegungsversuchen standhalten. So, gleichzeitig gilt jetzt aber, wenn eine Hypothese
gar nicht widerlegt werden kann, also wenn es gar keine Experimente oder Tests gibt, mit denen man diese Hypothese sinnvollerweise widerlegen könnte, dann ist es eine unwissenschaftliche Annahme. Beispiel, ich könnte jetzt die Behauptung aufstellen, wer hier negative Kommentare schreibt, ist neidisch. Das ist deswegen eine unwissenschaftliche Behauptung, weil ich diese Hypothese überhaupt nicht widerlegen könnte, selbst wenn ich wollte. Also nochmal, eine Hypothese muss prinzipiell widerlegbar sein. Nummer 2. Stelle alle möglichen Hypothesen auf und versuche sie zu widerlegen. Wann immer ihr eine Behauptung lest oder hört, gewöhnt euch an, Gegenhypothesen aufzustellen in eurem Kopf. Auch wenn ihr euren eigenen Standpunkt überprüfen wollt, stellt Gegenhypothesen auf. Nehmen wir mal spaßenshalber an, es wäre kein Fakt, dass die Erde eine Kugel ist. Dann wäre es gutes kritisches Denken, die Hypothese aufzustellen, die Erde sei eine Scheibe. Wenn man jetzt zwei Hypothesen hat, Erde ist eine Kugel, Erde ist eine Scheibe, muss man versuchen, diese Hypothesen zu ranken. Von unwahrscheinlich bis wahrscheinlich. Und das tut man, indem man versucht, alle Hypothesen zu widerlegen. Und die Hypothese, die den Widerlegungen am ehesten standhält, ist auch die wahrscheinlichste Hypothese. Während sich eine flache Erde durch viele Beobachtungen widerlegen lässt, wie zum Beispiel die Existenz von verschiedenen Zeitzonen, gibt es für die runde Erde keinerlei physikalischen Widerlegungen. Das einzige Gegenargument ist ein politisches, wenn ich das richtig verstanden habe, das da heißt, dass sich die Machthaber der Welt verschworen haben und das Geheimnis der flachen Erde aus Machtgründen geheim halten. Das heißt, selbst wenn wir die beiden Hypothesen ernst nehmen, gewinnt die runde Erde, weil sie den Widerlegungsversuchungen standhält. Also nochmal, zweitens, stelle alle möglichen Hypothesen auf und versuche sie zu widerlegen. Nummer 3. Ach, und das ist die schwierigste von allen Regeln, nämlich hänge nicht so sehr an deiner persönlichen Hypothese. Kritisches Denken bedeutet, dass sich deine Meinung jederzeit ändern kann, je mehr du über etwas weißt. Kritisches Denken verlangt eine offene und geradezu demütige Einstellung. Informiert euch, wenn es geht, über alle Argumente aller Standpunkte und widersteht der Versuchung, euch mit eurem eigenen Standpunkt mehr auseinanderzusetzen als mit anderen. Denn je mehr ihr euch, je intensiver ihr euch mit den Gegenargumenten beschäftigt, desto schärfer wird auch euer kritisches Denken. Also nochmal, drittens, hänge nicht so sehr an deiner persönlichen Hypothese. Nummer 4, Occams Rasiermesser. Occams Rasiermesser. Bitte was? Das Prinzip von Occams Rasiermesser ist ein altes Logikprinzip, und Rasiermesser ist hier metaphorisch zu verstehen, als ein scharfes Werkzeug, um unnötige Sachen loszuwerden. Was machen wir zum Beispiel, wenn zwei Hypothesen eine Beobachtung gleich gut erklären? Oder was mache ich, wenn ich verschiedene Hypothesen nicht selbst prüfen kann? Dann gilt erstmal, die einfachere Lösung ist die wahrscheinlichere. Das ist relevant für Verschwörungstheorien, die im Gegensatz zur flachen Erde in sich stimmig sein können, aber so kompliziert, dass sie zu unwahrscheinlich sind. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Pizzagate. Also im Zweifel die einfachere Lösung, auch bekannt als Occams Rasiermesser. Regel Nummer 5. Quantifiziere, wenn möglich. Ihr müsst euch immer fragen, gibt es Zahlen zu meiner Annahme? Gibt es irgendwas Messbares? Sprich, kann man hier irgendetwas quantifizieren? Wenn ja, dann muss ich diese Zahlen und Statistiken auch hinzuziehen zu meiner Argumentation oder zu meinem Vergleich. Beispiel. Hypothese, ein Mineralwasser, das mit Sauerstoff angereichert ist, hilft besser beim Sport als normales Mineralwasser. Für so eine Hypothese muss ich Daten hinzuziehen, also zum Beispiel Sprintzeiten von Sportlern. Sauerstoffwasser hilft übrigens nicht beim Sport, Quellen in der Videobeschreibung. Ist jetzt aber etwas nicht quantifizierbar, wie zum Beispiel die Frage, letzte Woche sollte man gendern, ja oder nein? Dann ist die richtige Antwort automatisch viel schwerer festzustellen. Also nochmal, fünftens, quantifiziere, wenn möglich. Und wir vergessen bei all dem nicht unsere Grundregel unter allem, die Grundregel Nummer 0. Und wir unterscheiden zwischen Fakten, Hypothesen und persönlichen Meinungen. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Dazu sollte ich vielleicht nochmal ein extra Video machen. Aber falls euch noch gute Regeln für kritisches Denken einfallen, dann seid so gut, teilt sie in den Kommentaren mit unseren Freunden der Sonne. Nächste Woche gibt es Teil 2 von Wie man Bullshit erkennt. Und da widmen wir uns auch mit Hilfe von Carl Sagan den häufigsten schlechten Argumenten und wie man sie erkennt. Freunde der Sonne, wenn dieses Video rauskommt am Donnerstag, den 25. Oktober, dann bin ich an diesem Abend in Berlin auf der Preisverleihung für den Holzfrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus. Puh.
Es ist einfach ein bisschen viel, Freunde, dieses Jahr. Es ist einfach ein bisschen viel. Manche von euch haben es auch schon mitbekommen. Ich stehe da auf der Shortlist, ich bin nominiert. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Abend ausgeht, folgt mir auf Social Media, da werde ich euch updaten. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sicher.